Ja, hallo Leute, in diesem Review, das übrigens auch mein erstes ist, möchte ich euch über das Western-First-Person-Shooter-Spiel Call of Juarez ganz länger informieren. Oder auch gut reden, da ich es nach dem ersten Spiel eigentlich nicht mehr außer Hand legen konnte. Ja, bevor ich jetzt zum Thema Story und Gameplay komme, kommen jetzt erst noch ein paar allgemeine Infos. Ganzlinger wurde von Techland entwickelt und Ubisoft ist der Publisher. Das Spiel ist am 22. Mai 2013 erschienen und ist für den PC, die PlayStation und die Xbox verfügbar. Das Spiel ist ab 16 Jahren freigegeben und muss entweder über Steam oder Uplay aktiviert werden. Der Preis liegt bei nur sagenhaften 15 Euro und nein, ich werde dafür nicht bezahlt, dafür zu werben, aber ich hätte das Spiel auch für 50 gekauft. Es ist, wie ich vorher schon sagte, ein First-Person-Shooter und der Modus ist auf Singleplayer. Ganzlinger ist das vierte Videospiel der Serie Call of Juarez und im Gegensatz zu seinen Vorgänger verfügt es über drei Spielmodis, die Story, den Arcade-Modus und das Duell. Ja, und weitere Infos kommen noch so am Ende. So, dann würde ich mal sagen, kommen wir zur Story. Alles fängt damit an, dass der ehemalige Kopfgeldjäger Silas Greaves sich 1910 in die Stadt Texas begibt und sich in Abilene in einem Saloon niederlässt. Als er sich dann vorstellt, wird er sofort erkannt und die Gäste sind fasziniert davon, ihn kennenzulernen und sich die Geschichten von ihm erzählen zu lassen. Das Erstaunliche ist, dass sich das Spiel an tatsächlich historischen Hintergründen orientiert. In den 14 Leveln trifft man auf Persönlichkeiten wie Butch Cassidy, Jesse James und schon im ersten Level auf Billy the Kid. Kommen wir zum Gameplay. Hauptsächlich kommt man von einer Schießerei in die nächste rein. Nebenmissionen gibt es nicht und weitläufige Missionen auch nicht. In Ganzlinger gibt es 8 verschiedene Waffen. Es gibt anfangs den ganz normalen Colt, also den 6-Schüsser. Dann gibt es noch den Schnellschüsser, den schnellsten Colt im Wilden Westen. Seine Feuerrate und Nachladezeit ist ein enormer Vorteil, dennoch geht das auf die Kosten der Reichweite. Der dritte Revolver ist die Ranger, die einen großen Schaden macht und sehr präzise ist. Sie ist für einen erfahrenen Schützen geeignet, der auch auf großen Distanzen die Nerven behält. Für den Nahkampf gibt es die abgesägte Schrotflinte und für die große Distanz das Gewehr, das sogar 2 Feinde mit einer Kugel ausschalten kann. Neben der abgesägten Schrotflinte gibt es auch noch die normale Schrotflinte und neben dem Gewehr auch noch das abgesägte Gewehr. Um eine große Gruppe von Gegnern auszuschalten, gibt es als letztes noch das Dynamit. Doch jetzt genug von den Waffen, das Spiel hat noch einige Specials auf Lager. Zum einen gibt es den Konzentrationsmodus, der sich immer ein Stückchen weiter nach jedem Kill auflädt. In dem Modus hat man mehr Zeit, sich auf einen guten Schuss zu konzentrieren und eine Handvoll Gegner in der Zeit auszuschalten. Als zweites Special gibt es noch die Todesahnung, die sich von selbst auflädt. Wenn Silas dem Tod in die Augen schaut, kommt die Kugel in Slow Motion auf ihn zu und man kann versuchen auszuweichen. Für jeden Gegner, den man erledigt, kriegt man Punkte. Wenn man eine bestimmte Anzahl von Punkten erreicht hat, steigt man ein Level hoch. Damit schaltet man einen Fähigkeitspunkt frei, den man investieren kann. Entweder als Revolverheld, Ranger oder Trapper. Man muss sich aber nicht festlegen. Um euch ein Beispiel zu geben, man kann zum Beispiel beim Revolverhelden einen Punkt investieren, um 2 Colts gleichzeitig zu benutzen. Außerdem gibt es noch die Kombos. Nach jedem Kill muss man schnell den nächsten töten, um den Punktemultiplikator zu erhöhen. Der Vorteil ist einfach, man bekommt mehr Punkte. Neben den normalen Schießereien gibt es noch etwas anderes. Was wäre denn ein Western ohne Duelle? Bei Duellen muss man sich entscheiden. Will man ehrenhaft siegen oder unehrenhaft gewinnen? Ehrenhafte Duelle bringen mehr Punkte, aber man sollte auch daran denken, dass es ums eigene Überleben geht. Bei Duellen geht es hauptsächlich um die Fokussierung des Gegners, die Reaktionszeit, die Waffe zu ziehen und die Schnelligkeit zu schießen. Zuletzt noch etwas zu den sogenannten Nuggets der Wahrheit. Das ist nichts anderes, als dass man in den Missionen auf verborgene Objekte Ausschau halten sollte. Das bringt nicht nur zusätzliche Erfahrungspunkte, nein, ihr könnt euch auch im Menü die Nuggets, die ihr gefunden habt, anschauen. Diese Nuggets können über Personen, Geschichten oder auch Orte handeln. Jetzt noch zu den Modis. Es gibt zum einen den Story-Modus, den man in Normal oder Schwer spielen kann und später durch Freischalten auch im Wild West spielen kann. Dann gibt es noch den Arcade-Modus, wo es nur darum geht, so hohe Kombos wie möglich zu machen.
Man kann vorher eine Charakterklasse auswählen, die jede verschiedene Waffen beinhaltet. Als letztes gibt es noch den Modus Duell. Ihr müsst euch 15 Gegner nacheinander gegenüberstellen und habt 5 Leben. Ob du ehrenhaft oder unehrenhaft spielst, ist deine Entscheidung. Ich denke, das war jetzt im Groben und Ganzen das Hauptsächliche des Spiels. Jetzt kommen wir noch zu meinem Fazit. Call of Juarez Gunslinger ist ein Western-Geballer vom Allerfeinsten. Die Effekte beim Töten eines Feindes sind so genial gemacht, dass sie schon fast zu echt sind. Das Allerbeste des Spiels ist meiner Meinung nach die Erzählweise von Silas Greaves. Man spielt das, was er erlebt, mit Spannung und Verwunderung. Die Szenen, wo man etwas spielt und er dann aber sagt, so wäre es, wenn ich mich nicht falsch entschieden hätte, und man dann etwas anderes erlebt, ist einfach zu genial. Das einzige Problem dabei ist, dass man sich nicht gleichzeitig darauf konzentrieren kann zu lesen, was er sagt, und gleichzeitig spielen kann. Deshalb wäre es auch vom Vorteil, ein paar Englischkenntnisse zu haben. Jetzt kann ich eigentlich nur noch eines sagen. Wer auf Wildwest-Geballere mit einer übertreffenden Story steht, sollte bei einem Preis von 15 Euro auf jeden Fall zuschlagen. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und haut rein.